runterträgt, da läuft Land, hey, komm von Norden her. Hey, hätt ein Wittenmantel an, so hast dat jümmer weh. Hey, kommt nu mol um düsse Tiet, do geit nix gegen an. Mol fennen Wald und Ecke wit, bloß mit sim blanke Hand. Sie pust es kalt, mockt allen Stief, dat geit der dickste Fell. Hey, pust die Döbit auf dat Lied, der easige Gesell. Dat Motor mocht, hey, fass und blank, dat riecht bald jedes Kind. Und hangt doch von der Fensterbank und mocht dich schieben blind. Und wenn hey sich muss schütteln dein, dann fällt dat mitten durch. Mit Todeck ist dat da gut rein, ein Mütz hat jede Pol. Veranstaltung Zeitzeugen im Fischbahnhof hier im Fischereihafen. Es ist heute die 8. Ausgabe, denn bereits am 1. Oktober, nee, wann war das? Ja doch, 2016, da ging es los und dann haben wir jetzt ein bisschen Sommerpause gemacht. Da gab es zwar noch eine Sonderveranstaltung anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Schaufenster Fischereihafen. Und nun sind wir hier und bevor ich gleich nochmal etwas zum Ablauf erkläre, herzlich willkommen Klaus Becker. Ja, wir freuen uns, dass wir bei jeder Veranstaltung bisher Radio Weser TV uns begleitet und dann alle, die Radio Weser TV empfangen können zu Hause über Kabel oder so etwas, sich die Veranstaltung dann zur Genüge immer wieder anschauen können. Wer nicht die Gelegenheit hat, das so zu empfangen, der hat aber neuerdings Chance, über YouTube das zu gucken. Unter dem Stichwort Media Lab Nord oder einfach nur eingeben, Zeitzeugen, Fischerei haben, dann kommt man da irgendwie hin, können Sie sich die Folgen hier, die Veranstaltung ansehen. Wir bedanken uns ganz herzlich schon im Voraus bei der FBG, dass sie diese Idee hatte und dass Frau Gabi Mevers die Umsetzung hier vor Ort in Händen hat mit ihren Team und zum Team gehört auf jeden Fall die Technik, damit wir oder Sie uns vernünftig verstehen können. Und das ist Thorsten Kirchner. Herzlichen Dank, Thorsten. Das war schon eben ein richtig dramatischer Einstieg. Die richtige Musik. Der easige Gesell vom Blanke Trio. Zur Organisation noch mal ganz kurz gesagt: Das Team von Hafenbecker ist bereit, ihre Wünsche an Getränken entgegenzunehmen. Auch während der Veranstaltung ist das auf jeden Fall sinnvoll. Da muss man nicht abwarten, bis irgendeine längere Pause kommt. Denn die kommt nicht, die längere Pause, sondern wir werden die berühmte gute Stunde, werden wir uns gleich unterhalten. Noch eine letzte Anmerkung vorweg. Wer zwischendurch eine Zusatzfrage hat oder auch Anmerkungen, der möge sich bitte melden und falls wir zu sehr im Gespräch vertieft sind, dann auch mal reinrufen, dann komme ich flinken Schrittes, etwas flotter als eben, komme ich dann mal eben an den Platz und wir haben Gelegenheit, dann für alle verständlich darauf einzugehen. So Klaus, das vorweg, dass ich Klaus sagen darf, da hast du mich natürlich sofort drauf hingestoßen, als ich dich anrief und sagte, Herr Becker, wir müssen uns mal unterhalten. Soll ich was dazu sagen, oder? Ja, es wäre schön, wenn dir das noch wieder einfällt, ja, dann woher gesagt, wir uns kennen. Ich habe gesagt, wir kennen uns doch.
Wir kennen uns von der Astarte und von den Veranstaltungen hier, die ich hin und wieder auch mal besucht habe. Und bei Gerd, der ein ganz Schlauer ist, ging gleich ein Licht auf, sagte, ey, du bist das. Ja. Ja, so einfach ist das. Man muss manchmal geschubst werden, um dahin zu kommen, etwas zu machen. Lieber Klaus, vielleicht zu Beginn ein bisschen über, nicht Rita, sondern über deine Vita. Wir begrüßen ganz herzlich die Gattin Rita, die heute natürlich hier dabei ist und jetzt durch den Fotografen verdeckt ist, aber das macht nichts. Rita, herzlich willkommen auch natürlich, immer für Ehegatten eine wichtige Stütze, wenn doch Familie und so weiter und Freunde natürlich dabei sind und Mut machen, voranzukommen. Also, das Geplänkel jetzt mal eben vorweg. Zuerst mal eben ein bisschen über das, was du bist und was du geworden bist. Du bist auf Sylt geboren, hast du mir erzählt. Nein, ich bin auf Sylt groß geworden, nicht geboren. Also ich bin im Henkelkorb dahin gekommen und dann bis zu meinem 18. Lebensjahr da geblieben. Von da aus bin ich zur Bundeswehr gegangen, zur Marine. Da bin ich 6 Jahre geblieben, dann bin ich so ein bisschen durch Deutschland getingelt. Und sag mal eben, Marine, Entschuldigung, dass ich unterbreche, irgend schon eine Spezialrichtung da? Ja, Richtung Astarte, Nautik. Und dann landete ich letztlich auch der Liebe wegen im Fischereihafen vom Bremerhaven. Da war ich dann rund 10 Jahre bei der Hochseefischerei. Die hatten ja damals zu meiner Zeit 35 Hochseetrawler. Da kommen wir gleich nochmal im Einzelnen dazu. Kaufmännische Lehre, sagst du, bist durch Deutschland gezogen, müssen wir nicht extra alle Stationen aufziehen. Das war auch langweilig. Und dann hier im Fischereihafen, ich war inzwischen verheiratet in Bremerhaven, fing ich bei der Vertriebsgesellschaft der Hochseefischerei an und da bin ich dann etwa 10 Jahre geblieben. Und die Seefrostvertrieb, so hieß das damals, hatte die Aufgabe, die angelandeten Produkte zu verkaufen. Das waren immerhin größtenteils saisonbedingt 60.000 bis 80.000 Tonnen, die in irgendwelchen Kühlhäusern in Deutschland oder auch im Ausland lagerten. Jo, das war überwiegend Fisch dann, nicht? Das, logisch. Ja, die Trawler konnten noch keine Schweine fangen, die mussten... Ja, ein Schweinswal war vielleicht mal mit dazwischen. Die mussten Fisch fangen. Ja. Und wie kam, waren das Einzelfische oder waren die schon filetiert und in Platten gefrostet oder auch als ganzer Fisch? Nein, die Fische wurden damals als Filet angelandet, also in Platten. Damals hatte man noch nicht das Standardmaß, heute hat man ein Standardmaß. Jürgen Radwan, der hier ist, von der Nordschen-Reederei, der hat das im Wesentlichen beeinflusst und gesteuert. Und heutzutage gibt es ja diese Frostware immer noch. Also man muss sich das so vorstellen, der Trawler setzt aus, nach 4 Stunden hieft er und der Fang kommt dann unter Deck, wird verarbeitet und innerhalb, ich sag mal, 3-4 Stunden, dann ist er im tiefen Schlaf und kommt nach 2-3 Monaten in Bremerhavener Fischereihafen an. Das war die Geschichte. Ja. Und dieser Fisch wurde dann von der Seefrostvertrieb und natürlich auch von den Reedereien selbst verkauft. Wir mussten ja eine Erzeugergemeinschaft bilden, weil die EU uns sonst keine Zuschüsse gegeben hätte. Das heißt also, ihr brauchtet Raum, um Kühlraum, um die Ware, die nun von den Trawlern kam, nur noch unterzubringen und fachgerecht dann so lange zu lagern, bis der Weiterverkauf funktionierte, ne? Ja, es war also zu wenig Kühlraum in Bremerhaven. Das war damals das Kühlhaus Fischereihafen mit 6.000 Kubikmetern Raumvolumen. Das reichte hinten und vorne nicht. Und dann hat Herr Busse, Friedrich Karl Busse, 1966 der FBG bzw. dem Land Bremen das Kühlhaus abgekauft
und eine eigene Gesellschaft gegründet, die dann ja, Kylos F. Busse ja. hieß. Du hast ein paar Fotos mitgebracht, wenn die Nummer 1 jetzt mal kommt, das könnte dann schon, wenn du mal darüber schaust und dann gleich uns erläuterst, was wir dort sehen. Ich meine, ja, das ist, ja. Ja, das ist das Kühlhaus, wie es später aussah, einige Jahre später. Hinten dieses Hugo-Gebäude, ja. Das ist die Geburtsstelle. Das waren diese 6000 Kubikmeter, die das Land Bremen gebaut hat und die Busse 66 erworben hat. Danach ging die Entwicklung weiter und da liegt auch, wenn ich das richtig sehe, ein Troller an der Pier. Ja. Und dann wurden diese großen schon Hallen. Heckfänger ist das schon. Du. Ja, ja, das sind alles Heckfänger. Ja. Und danach wurden diese großen Hallen. Am Ende hatten wir 9 Stück davon gebaut und das Volumen wuchs dann auf 60.000 Kubikmeter. Ich müsste vielleicht nochmal sagen, wir waren, die Seefors-Vertrieb war bei Busse der größte Kunde und eines Tages kriegte ich einen Anruf, ob ich nicht jemanden wüsste, der bei Busse gerne mitarbeiten würde und so weiter. Und ich sage, ja, ja, mal sehen, ich weiß auch nicht, aber vielleicht fällt mir was ein. Als ich nach Hause fuhr, kam es dann so, dass ich sagte, Mensch, der Redans hieß der damals, der meint dich ja. Und na, so kam ich dann zu Busse und blieb dort bis zur Insolvenz Aber damit hattest du nichts direkt zu tun? Nein, das war praktisch die Schnittstelle, als ich ging erst nach Bremen, da hatte Busse auch ein Kühlhaus. Ja. Aber das wir können auch mal eben gucken, du hast noch ein paar Fotos mehr. Das nächste, bitte mal, Gabi. Das ist, ja, also das die Uhrzelle. Der Altbau, ne? Ja. Und dann rechts sehen wir schon die Anbauten, ja. Die Fortführung, das war also hier bei uns im Fischereihafen. Auch nochmal das nächste bitte. Da sehen wir auch wieder die Vergrößerung. Ja. Aber du sagtest, es gab noch andere Kühlhäuser hier im Bremerhaven, letztendlich einmal am Baggerloch. Ja, am Baggerloch. Kennt, seht, ob das kennt kommt. Vielleicht jeder, da ist heute diese Auto-Auffix. Ja, Gesellschaft, schau's mal. Da an der Ecke, ja. Also ja. Völlig verbaut und kaum zu gebrauchen. Ja. Und nochmal in Wulstorf hattet ihr auch nochmal ein. In der Kuse-Brogen-Straße ja. hatten wir auch noch ein Kühlhaus und das ja. ist das Ding da. Mittendrin im Wohngebiet. Ja, das hat fast. Später Bentin gekauft und dort seine Vertikalvorhänge. Ja. Produziert. Du sprachst auch eben davon, dass du auch in, oder dass Busse und dann du als einer der führenden Männer dann in Bremen den Bremer Kühldienst geleitet hast. Da haben wir auch nochmal ein Foto, dann können wir die schon mal, die. Ja, das ist im Bremen-Überseehafen, da wurde ich also als erstes hingeschickt. Und ja, da war schon erkennbar, dass das nicht gut gehen konnte. Aber das habe ich dann glücklicherweise sanieren können. Und als das saniert war, ging hier die Pleite los. Ja, Pleite, aber es musste ja irgendwie weitergehen. Ja, es ging auch weiter. Die Geestemünder Bank hieß die damals. Hat Busse dann aufgefangen und der Betrieb lief dann weiter unter Bremerhavener Kühlhäuser GmbH und Co. KG. Ah ja, diese langen Abkürzungen sind ja immer sinnvoll, wenn man irgendwo Geld einsparen will, beziehungsweise die Last auf viele Schultern verteilen möchte. GmbH und Co. KG. Jo, das war bis
bis zu den 80er Jahren oder bis 79? Ja, also 84 brannte oder ich fuhr zufällig an einem Sonntag in der Backhausenstraße und denke, Mensch, das ist so ein Rauch, was ist denn da los? Ich wusste, da ist ein Kühlhaus von früher, von der wurden die Zerstörer dort versorgt und ich wusste, dass die US Army da ist. Für die haben wir schon hin und wieder gearbeitet, wenn die ihre Puten nicht unterbringen konnten zum Thanksgiving Day, gibt es ja immer diese Truthähne da. Ja. Und die haben wir schon gelagert, insofern hatten wir ein klein bisschen Kontakt. Das ist auf dem Gelände der Motorenwerke. Motorenwerke, ja. Und neugierig wie ich war, hin, rauf auf das Gelände und sagte der leitende Offizier dort, was ich denn wollte, ich hätte hier nichts zu suchen und so weiter, in einem Moment. Und dann bin ich mit ihm übereingekommen, dass wir die Ware, die da ausgelagert wurde, bei uns im Kühlhaus unterbringen konnten. Das war nun Sonntag und er war ganz erstaunt. Ich sagte, das kriegen wir schon hin. Und einer von der Feuerwehr, der sitzt hier vorne, der war damals auch im Kühlhaus dort mit der Brandbekämpfung in Gange. Und der hat mir dann hinterher auch erzählt, Ecki, wie schwierig das war, dieses Kühlhaus zu löschen. Ecki, ich glaube, es hat 3 Wochen gebrannt, oder? 14 Tage, 3 Wochen, ne? In dem Dreh, ne? Was war das Hauptproblem? Warum? Ich komme mal eben. Kühlhäuser sind ja isoliert und in dem Fall war das Kork, etwa 30 cm dick. Und das hat natürlich tödlich gequalmt und immer wieder Glutnester und so weiter, ja, geguckelt, kann man sagen. Und eine Besonderheit kann ich mal kurz erzählen. Da hatte jemand von uns den Auftrag, aufs Dach zu klettern und an dem Gebäude war so Steicheisen und er dann hoch und offenbar klappte dieses Steicheisen ab und er hat sich umgedreht und schon geguckt, wo fällt es denn hin. Nun war da aber Platten vor und die Isolierung, die 30 cm waren, abgebrannt und so, dass das wieder aufgefangen wurde. Aber der hat, ich will mal sagen, Ködel in der Hose gehabt. Ja, einen sehr heißen wahrscheinlich. Aber es ist zum Glück nochmal gut gegangen. Ja, das war schon ganz aufregend, aber dadurch kriegten wir den allerbesten Kontakt und erfuhren auch, dass eine Ausschreibung läuft der US Army für ein Kühlhaus in einem Containerterminal in Europa. Und an dieser Ausschreibung haben wir uns dann beteiligt. Das war recht schwierig, aber ich hatte eine Sekretärin, die war halb Amerikanerin. Insofern war das dann wieder etwas leichter für mich. Und die verlangten also ein Kühlhaus in einem Containerterminal in Europa. Hatten wir gar keine Beziehung zur BLG damals. Und dann passiert das Unglück, wir kriegten den Zuschlag. Hui, da können wir mal das Bild Nummer 9, Gabi, neun, nicht das nächste. Da kommen wir später drauf, auf das, was innen passierte. Da. So, und dann haben das hier bei uns also. So sah es mal früher aus an der Bordscheller Straße. Ja. Und da machten wir da einen Vertrag mit der US Army, natürlich auch mit der BLG, die wurden unsere Gesellschafter. Und auch Bauherr dort, ein 10-Jahres-Vertrag für dieses Kühlhaus. Das haben wir nur kalt gehalten, also eigentlich nur eine Rechnung geschrieben und für die Kälte gesorgt. Ja, aber vorher, die ganze Zeit, musstest du ja sehen, dass die Kühlhäuser auch entsprechend gefüllt waren. Und sie wurden ja nicht nur mit Fisch gefüllt. Nein. Damals gab es ja die Zeit mit dem sogenannten Butterbärchen. Ich glaube, das war. Ja, das war Segen der EU für die Kühlhäuser europaweit. Das waren die Butterberge, das waren die Rinderviertel, das waren Schweinehälften, das war Milchpulver. Und das wurde gut bezahlt, war aber eine gefährliche Tätigkeit.
Da gab es dann bei dem Verladen und Einfrieren und nachher in Schiffe verladen, gab es immer wieder Verletzte. Aber das war dann eben so. Und, was war denn das Hauptproblem oder das die Verletzungsgefahr? Ja, wenn man sich so ein Rinderviertel vorstellt, dann sind die Knochen ja nicht abgerundet, sondern sind spitz. Gucken auch durch die Umhüllung, das waren so Netze, raus. Mhm. Und wenn einer, und so ein Ding wiegt dann 80 Kilo oder 100 Kilo, je nachdem, wie groß das Tier war. Und wenn dann einer nicht aufpasste, dann hatte er das Ding im Oberschenkel oder sonst irgendwo stecken und war nicht mehr arbeitsfähig. Aber das war also diese EU-Ware, die gibt es heute ja nicht mehr oder nur noch in ganz kleinem Maße. Das war also eine wunderbare Grundauslastung. Ja, und du sagst EU, da bist du ja auch aktiv gewesen über Bonn mit Brüssel. Hattest du beim Verband der Kühlhaus- und Kühllogistikunternehmen mitzuorganisieren, mitzureden? Ja gut, da war ich im Vorstand und meine Aufgabe im Vorstand war die, mit dem Geschäftsführer zusammen die Dinge in Brüssel rechtzeitig zu ordnen, in unserem Sinne zu beeinflussen und so weiter. Vorher hatte ich gerade eben ja gesagt, musstest du sehen, dass du also die entsprechende Ware für die Kühlhäuser bekommen hast. Das heißt, das war, wenn ich aus unserem Vorgespräch das richtig in Erinnerung habe, eigentlich so deine Hauptaufgabe, herumzureisen, Kontakte aufzunehmen, zu akquirieren, Ware reinzuholen, und das ist dir gelungen. Ja, also wir haben kein Jahr mit Minus abgeschlossen und das war also recht erfolgreich alles. Aber das kriegst du ja nur hin, wenn du gute Mitarbeiter hast, im Hause und auch draußen. Und die hatten wir. Einige sind hier heute Abend und vielleicht kannst du ja noch mal den einen oder anderen interviewen. Ja, dann sag mir mal, wo ich jetzt hingehen soll. Ja, ich würde mal sagen, da hinten rechts der Tisch, da sitzen alles meine ehemaligen Lehrlinge. Bis auf einen, den Großen, das ist Lüder Korf. Lüder Korf hat damals die Aufgabe bekommen, dieses Haus mit Leben zu füllen und das hat er exzellent gemacht. Auf die Größe kommen wir dann nochmal. Dieses Haus, sagt Klaus. Ja, das war ja leer. Das war ganz leer. Die Amis hatten ratzekal geräumt. Also, erzähl mal. Ja, es war zu der Zeit, wo viele Leute gerufen haben, Ami, go home. Und nach Ende des Kalten Krieges ist der Amerikaner auch größtenteils nach Hause gegangen und da brauchte er dieses riesen Kühlhaus nicht mehr. Und das Pentagon hat nicht lange gefragt, habt ihr einen Vertrag, wie lange ist der Vertrag? Die sind zurückgetreten und da mussten wir versuchen, diesen Standort mit Leben zu füllen. Und wir haben dann festgestellt, dass die Lage exzellent ist für Überseeware. Wir sind dann losgefahren, als kleines Kühlhaus sind wir in China gewesen, wir sind in Amerika gewesen, wir haben mit europäischen Händlern gesprochen, Dänemark zum Beispiel. Und da haben wir festgestellt, dass dieser Standort wirklich exzellent, gerade für Importe ist. Direkt am Containerterminal, im Freihafen. Damals hatten wir noch erhebliche Steuererleichterungen. Heutzutage ist das die Lagerung im Freihafen nicht unbedingt mehr so vorteilhaft. Und wir konnten dann in relativ kurzer Zeit die damals 16.000 Stellplätze auffüllen. Und haben dann auch schnell entschieden, wieder auszubauen. Sind dann bis zum heutigen Stand auf knapp 30.000 Stellplätze angewachsen und haben meistens den Laden immer voll gehabt. Also Lüder hat dort an dem Standort sein Meisterstück gemacht. Ich habe mehr im Hintergrund gearbeitet. Das war schon eine gute Leistung, aber er hatte eben auch gute Leute, die jetzt mit ihm am Tisch sitzen und an dem Projekt mitgearbeitet haben, ne? Nicht nur hier am Tisch, auch ein paar Tische weiter sind Kolleginnen dabei, die von Anfang an mit in dem Kühlhaus beschäftigt waren. Und wenn ich Maike überlege, dass wir in so einem kleinen Büro, das war schon eine ganz andere Zeit als jetzt, ne?
Also nicht nur dieser Tisch, es sind mehrere hier. Ja, Lüder, und du bist zurzeit der Geschäftsführer von BLG Cold Store GmbH und Co. KG, oder wie? Ja, das ist nicht ganz so kompliziert. Allerdings hast du vergessen, Klosterbuhr BLG Cold Store. Wir sind ja nur so ein bisschen holländisch geworden, und da kommt Klaus sicherlich nachher auch noch mal zu, wenn wir die neuesten Entwicklungen hören. Wir sind jetzt international, haben ein großes Netzwerk und können uns da auch dann bedienen, können diese mitverkaufen, mitvermarkten. Und ich hoffe, dass das für Bremerhaven, für den Standort, eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Und ich hoffe, dass ich dann die letzten Jahre, die ich noch arbeiten darf, 1, 2, 3 neue Kühlhäuser betreuen darf. Hier in Bremerhaven oder in Holland? Ich denke mal primär in Bremerhaven und Umgebung. So, da wollte ich auch hoffen, ne? Denn als Bremerhavener ist man ja standorttreu und hat aber überall seine Fühler ausgestreckt und sein Netzwerk, wie du schon gesagt hast. Die anderen Herren hier, haben die auch noch was zu sagen? Nein, nicht direkt. Mein Name ist Jens Koppenbrink, bin einer der Auszubildenden von Klaus Becker. Und ich glaube, hier von den Auszubildenden, mit Maike Hochleichter da drüben, glaube ich, der Einzige, der auch im Kühlhausgeschäft geblieben ist. Und ich bin allerdings jetzt tätig in Hamburg für ein Kühlhaus und habe aber, wie gesagt, die Grundfesten hier in Bremerhaven lernen dürfen. Wie nennt sich denn der Ausbildungsberuf? Damals war das noch die Lehre zu einem Industriekaufmann. Das war so ein bisschen artfremd. Klassisch war es eigentlich der Bürokaufmann, sagen wir es mal so. Aber dann in die Kälte am besten. Ja, das soll ja auch sehr gesund sein. Wer Rheuma hat und so, geht auch in die Kältekammer. Die beiden anderen Herren hier haben auch so einen tollen Ausbilder gehabt. Ja, mein Name ist Dennis Diener. Ich habe nicht die beste Stimme erkältungstechnisch. Aber als gesagt wurde, die Basis ist natürlich die guten Mitarbeiter, fühlte ich mich recht flink angesprochen. Ich habe auch wie Jens Kommenbrink Industriekaufmann gelernt. Und das war aufgrund der Konstellation mit den Bremerhavener Kühlhäusern, Bremerhavener Eiswerke, die aus diesem Konkurs, aus dieser Insolvenz hervorgegangen sind, eine sehr abwechslungsreiche Ausbildung und auch ganz anders geartet. Also wir hatten auf der einen Seite über die Bremerhavener Eiswerke eine Verwaltung, wo man wirklich ohne Geschäft drumherum wirklich alle Fertigkeiten gelernt hat, die man über Buchhaltung, über EDV halt so lernen konnte. Da gab es auch noch eine Telefonzentrale, wo alle Gespräche aufliefen. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Und über die praktische Tätigkeit in den Bremerhavener Kühlhäusern, wo du denn also mit Staplernfahrern ganz anders zu tun hattest, was auch nicht so zart beseitet war, wie man sich das sonst in dem kaufmännischen Beruf vorgestellt hat. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da bin ich also dort dann in den Kühlhausbetrieb gekommen. Das war ein sehr erster kalter Wintertag. Da bin ich dort in der Expedition gewesen, also unten war eine Annahme, war eine Ausgabe. Da hat mich ein Staplerfahrer zu sich hergerufen, Jürgen Karp hieß der, Namen weiß ich noch. Der sagte zu mir: Mensch Dennis, komm mal her, das ist ja ziemlich kalt heute draußen. Ich sage, ja, es ist unglaublich kalt draußen. Ja, man hätte mit dem Betriebsrat und mit der Geschäftsleitung mal die Vereinbarung geschlossen, an einem kalten Tag im Winter dürften wir uns Grog bestellen. Und ich war wirklich, 2 Monate da, ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür, ob das wahr sein könnte oder nicht. Aber der guckte mich so überzeugt an, er hatte auch so eine typisch hafentechnische oder hafentypische, ja, ich will nicht sagen Visage, also jetzt positiv ausgedrückt, also der war schon also beeindruckend, also auf mich auf jeden Fall. Und ich war lange am Überlegen, ich war wie gesagt so neu da, ich konnte auch keinen fragen. Ich bin zu Herrn Dahlmann gegangen oben, das ist der Büroleiter gewesen, und ich bin wirklich zu ihm hin, ich bin so nah wie möglich an ihn ran, um ihn dann diese Frage zu stellen. Ich sage, ich bin gerade aufgefordert worden, ich soll bei Ihnen hier die Runde Grog bestellen. Heute wäre es soweit. In der Hoffnung, dass, wenn das nicht stimmen würde, dass er mir einen kurzen Tipp gibt und sagt, du ganz ehrlich, da haben sie dich wirklich über den Rettich gezogen. Weil Herr Dahlmann einer, der war, ja, der hat sein Herz auf der Zunge getragen. Also der war begeistert davon und der hat spontan sowas von losgelacht. Ich glaube, das Büro und anschließend auch in 2B, das hintere Kühlhaus, was wir hatten dort. Ich glaube, da waren die Informationen so schnell da, dass ich das da wirklich vorgetragen habe. Also das würde man heute mit Internet und WLAN und Smartphones nicht schneller hinbekommen. Das war für mich
Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich insgeheim gedacht, ja, ein toller Joke. Das war für mich aber so peinlich. Ich bin, glaube ich, an dem Tag habe ich mich wirklich zurückgehalten, bin wirklich nicht mehr viel rumgegangen. Als ich dann den ersten Tag wieder hatte und musste in diese Halle rein, die Stapler, die standen da wirklich so im Halbkreis, die haben geklatscht und gejohlt und ich bin vor Scham wirklich versunken. Aber das ist so eine Geschichte, die vergisst man nicht, die war wirklich lustig. Also das Wort rum passte dir jetzt aber. Ja. Nicht? Auf jeden Fall. So, noch jemand? Noch eine Story? Da gibt es ganz viele bestimmt. Aber. Hallo. Ja. Ich bin Thomas Otte, ich bin der letzte Lehrling, der noch bei Busse angefangen hat. Und bin dann noch angefangen und 2 Monate später war alles vorbei. Aber mir hat es nicht gelegen, hoffe ich mal. Ich bin damals, als das US-Army-Projekt losging, dabei gewesen, war dann dafür zuständig, eine ganze Zeit lang, als die noch im Fischereihafen gelagert haben. Und bin dann gegangen, kurz bevor die, oder ich bin gegangen, als die US-Army noch in dem Kühlhaus war und war dann später ziemlich entsetzt, als das Kühlhaus dann geräumt wurde, als Lüder dann darüber gegangen ist. Und wir sind aber heute immer noch in dem Kühlhaus, weil wir da heute immer noch einlagern, unsere Rohware, wenn die manchmal ankommt. So gesehen ist das, schließt sich der Kreis und es ist sehr schön, hier alle wiederzusehen. Klaus war ein sehr guter Ausbilder, kann man sagen, muss man sagen. Nee, es war wirklich eine schöne Zeit. Vielen Dank. Okay, herzlichen Dank für diese Zwischentöne, die keine Zwischentöne waren, sondern einfach ein Statement, Klaus. Hört man gern, ne? Ja gut, häufig wird ja auch gelogen, aber ich glaube, das hat keiner mehr nötig, weil ich ja im Ruhestand bin und du hast jetzt alle die Männer interviewt und... Soll ich auch zu den Frauen gehen? Du kannst Gedanken lesen. Den Frauen und zu Herrn Kleis. Herr Kleis war einer der ganz Wichtigen, der die Dinge im Betrieb, also innerbetrieblich zusammengehalten hat. Der junge Mann dort, ja, der Weißhaarige. Also doch erst wieder ein Mann. Der Weißhaarige. Erst die Dame. Nee, ach komm, jetzt Männer sind sich gewohnt, aber gleich kommt die schöne Runde. Mein Name ist Hans-Jürgen Kleis. Ich bin 1960 im Kühlhaus angefangen. Bisschen noch weiter ran, gut. Ich bin im 1960 angefangen im Kühlhaus und zwar hatten wir eine kleine Kühlzelle in Halle 11. Da wurde aber dann schon das große Hafenkühlhaus gebaut. Und dann kam unser Geschäftsführer, Herr Köhler, der kam von außerhalb, der war aber schon in Kühlhäusern beschäftigt gewesen. Und dann haben wir, und da zähle ich mich so ein bisschen mit zu, dieses Kühlhaus aufgebaut. Und da sind auch die ersten Kontakte geknüpft worden mit dem Amerikaner. 1962, 63. Da hatte der Amerikaner uns angeboten, Ware einzulagern, weil sie mit ihrem kleinen Kühlhaus nicht zurechtkamen. Und dann haben wir das erste Mal gesehen, wie pingelig zu der Zeit schon der Amerikaner war mit seinen Lebensmitteln. Wir haben also unter anderem Speckseiten eingelagert. Die waren eingepackt in Pergamentpapier und dieses war wieder eingepackt in Jutesäcke. Dass also nirgends irgendwo eine menschliche Hand dran kam. Dann hatte er die Puten, die zum Thanksgiving Day kamen, Butter und alle möglichen Lebensmittel, die amerikanischen Streitkräfte zu dem damaligen Zeitpunkt in Europa brauchten. Und da war der Amerikaner ja noch sehr groß in Wedewaden. Und so hat sich dieses dann weiterentwickelt. Aber dann war da auch mit einem Mal Schluss. Und am 1.6.1966 hat die Firma Busse dann dieses Kühlhaus übernommen, was Herr Becker vorhin schon sagte. Und dann wurde auch gleich angebaut, die erste Abteilung. Und so hat sich das also auch bei Firma Busse weiterentwickelt. Eine Sache muss ich noch erzählen. Wir haben unter anderem mal Orangenkonzentrat in Fässern eingelagert. Herr Becker nickt schon mit dem Kopf. Und eines Tages passierte in einem Raum Folgendes oder war über Nacht passiert. Da war ein Stapel mit diesen Fässern zusammengebrochen. Aus welchem Grunde immer, weiß ich nicht mehr genau, ob das fehlerhafte Fässer waren oder Paletten. Auf alle Fälle, als morgens die Türen aufgemacht wurden, stand der ganze Raum unter Orangenkonzentrat und war gefroren auf dem Fußboden.
Und das hat sich lange hingezogen, bis dieser ganze Schweinkram, auf Deutsch gesagt, da wieder raus war. Und so hat sich das also weiterentwickelt, bis eben zu dem Zeitpunkt, ich bin also angefangen in der Expedition und bin dann nachher aufgestiegen in die erste Etage. Die Expedition war unten. Ich durfte dann nachher in die erste Etage ziehen und habe da dann Löhne, Gehälter und Versicherungen gemacht. Und der Herr Köhler ist dann nachher bei der, als der Konkurs war 1982, dann ausgeschieden und dann haben wir Herrn Becker gekriegt. Und über Herrn Becker haben wir also schon Lobeshymnen eben gehört. Ich kann mich also nur meiner Vorredner anschließen, dass alles das, was die gesagt haben, stimmt. Und jetzt darf ich mal übergeben an die Damen. Beziehungsweise an Sie. Ja, herzlichen Dank. Konzentrat, ja, das war auch sehr konzentriert am Boden nachher, ne? Saukram und was. Ja, die Damen sind an der Reihe. Das finde ich ja richtig gut hier. Ein völlig neues Element in unserer Zeitzeugen-Reihe, dass wir auch längere Zeit, ich glaube, das hast du extra so eingefädelt, Klaus, damit du ein bisschen mehr Ruhe dort am Podium hast und wir hier schöne Sachen erfahren. Ich bin freiwillig hier. Ich auch. Ja. Ja, die Damen. Wo fangen wir mal an? Da. Mein Name ist Maike Bruns, geborene Hochleichter, und ich habe mich 1986 als Lehrling zur Bürokauffrau beworben, damals Bremerhavener Eiswerke, Bremerhavener Kühlhäuser, und wurde auch zu einem Vorstellungsgespräch von Herrn Richard Dammann und auch von Herrn Kleis betreut eingeladen. Und zu meinem damaligen, muss ich zugeben, Leid wurde ich genommen. Ich wollte gar nicht, ich wollte immer zur BLG und habe sehr geweint, als ich die Zusage bekommen habe, eine Ausbildung zum 1.8.1986 zu bekommen zu den Bremerhavener Kühlhäusern und Eiswerken. Und ich habe den ersten Tag begonnen. Damals war es noch so, dass man auf dem Montag nicht anfangen sollte. Durfte ich also auf den Dienstag anfangen und war, ja, vom ersten Tag an sowas von glücklich, dass ich da anfangen durfte, dankbar. Ich habe die Ausbildung beendet, 1989 dann, wurde im Kühlhaus, also unter der Leitung von Herrn Becker dann, habe ich eine Anstellung in der Lagerbuchhaltung damals bekommen. Und dann, glückliche Jahre, sehr viel Spaß, es waren sehr viele es war noch ein sehr menschliches Miteinander. Man hat sich nach Feierabend noch getroffen. Crohn's Egg, After Work, heißt es ja heutzutage. Das war so, Herr Kleis. Und viele witzige Sachen, was Herr Diener eben sagte, dass er in Anführungsstrichen veräppelt wurde, das hat er mir zurückgegeben. Ich war im ersten Lehrjahr, er war im zweiten Lehrjahr und hatte damals eben halt noch in den Eiswerken seine Stimme verstellt und mir eine Bestellung aufgegeben von 4 Tonnen Eiswürfel. Und ich habe diese Stimme nicht erkannt. Hat auch eine Fremdfirma damals genannt. Kann ich heute gar nicht mehr sagen, welche das war. Und diese Bestellung habe ich aufgegeben, habe dementsprechend die damals noch per Luftrohrpost weitergeleitet an das Büro, die dafür zuständig waren, diese Eiswürfel dementsprechend zuzubereiten. Und das ist auch alles so in Bestellung gegangen. Und irgendwann eine halbe Stunde später, ja, hast mich ja erkannt, ne? War ja nur ein Witz. Läuft gerade. Ja, und das, Dennis, das war damals so ein paar Anekdoten, die ich dann eben halt auch noch, wo ich auch rot angelaufen bin und das natürlich auch ganz schnell rumgegangen ist. Und ich habe dann 1989, wie gesagt, ausgelernt in 1996, hat Herr Becker mich damals gefragt, da war denn schon Herr Lüderkorff in diesem Amikulos, in dem Foto, was Sie sehen, wen ich mir denn vorstellen könnte von uns, der darüber geht, weil das wird immer mehr, die Einladungen werden immer mehr und diese Wege, die wir bis dato hatten, dass wir das alles per Auto oder Telefon nur machen mit den Ein- und Auslagerscheinen, das würde sich nicht mehr lohnen, es müsste also wirklich vor Ort das Büro besetzt werden. Und da hatte ich gedacht, Mensch, das wäre mal eine Veränderung, das mache ich. Und somit bin ich 1996 in dieses Ami-Kühlhaus, in Anführungsstrichen Ami-Kühlhaus, gegangen und bis zum heutigen Tag noch unter der Führung jetzt von Lüderkorff. Und von den Eiswürfeln waren sicherlich noch genug über, die Sie da mitgenommen haben, von den 4 Tonnen, ne?
Richtig. Herzlichen Dank. Die anderen Damen, jetzt schon wieder. Also Sie zeigen immer auf die anderen. Mir. Ich habe mit den Eiswerken, mit den Eskimos nichts zu tun. Aha. Cool. Cool. Ja, also ich bin jetzt seit 1990, ich bin die Rita Bittner, ich arbeite seit 1990 im Kühlhaus im Containerterminal. Ich bin also keine Ausgelernte oder Gelernte von den Bremerhavener Kühlhäusern. Ich bin Auswärtige, so. Ich bin zugestoßen, ich bin zugewandert. Ich war vorher in Speditionen und Reedereien tätig und hatte mal einen kurzen Abstecher hier im Fischereihafen bei Herrn Sandelmann damals. Und ich denke mal, das war vielleicht damals auch ein Kriterium, dass ich für Maike Bruns eingestellt worden bin, als sie in Schwangerschaftsurlaub gegangen ist. Und ja, so hatte ich so ein bisschen Erfahrung auch im Fisch und Container und Spedition und überhaupt. Und ja, und jetzt bin ich seit knapp 18 Jahren in diesem Geschäft tätig. Und ja, wir waren von Anfang an dabei. Wir haben alles mitgemacht. Wir kennen ganz, ganz viel Arbeit, wir kennen ganz, ganz viel Umbauten, Anbauten und ja, war eine tolle Zeit, aufregende Zeit und Herrn Becker habe ich leider nur 2 Jahre mitgekriegt und dann wollte er in Ruhestand. Ja, herzlichen Dank, sehr anregend. Ich glaube, an dieser Stelle darf man mal applaudieren für diese wunderschönen Beiträge, den Geschichten aus dem alltäglichen Berufsleben, was sicherlich nicht langweilig war, vor allen Dingen, wenn man Eiswürfel bestellen musste. Vielleicht sollten wir jetzt, Gerd, das neuere Bild vom Containerterminal zeigen, nachdem wir so viel davon gehört haben, denn so sieht das ja nun lange nicht mehr aus. Ich glaube, so ein Bild haben wir auch, ne? Nee, haben wir nicht, nach meiner Meinung. Nee. Wir haben nur dieses aus der Zeit 84, 85. Hast du nicht mitgebracht. Sorry. Das tut mir leid. Also das hat sich jetzt mehr als verdoppelt und ist total realisiert. Und dort können 30.000 Paletten gelagert werden. Bei der Gelegenheit, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir mal eben erörtern, wie viel Kühlhäuser oder Kühlhausvolumen überhaupt im Bremerhaven vorhanden sind. Wir unterteilen das in Gewerbliches, also das ist das, was an Fremde vermietet wird. Und was dann die Firmen eben, selber, eigene. Eigenes, also betriebliches. Ja. Das zum Beispiel Stuttgart betrieblich und Nordsee und so weiter. Ja, wir haben zu Hause auch ein bisschen Kühlraum. Ja, du auch? Ja, ja. Ja, ist ja toll. Also das sind rund 630.000 Kubikmeter und davon hat Kohlstor 138.000, also rund, wenn ich es richtig rede, über den Daumen 25% vom Gesamten. Aber von dem Gewerblichen haben wir mit dem, und wir darf ich nicht sagen, hat BLG Kohlstor etwa die Hälfte von dem Volumen in Bremerhaven. Ja. Und wenn man das mal runterbricht auf Palettenstellplätze insgesamt, dann sind das rund 130.000 Stellplätze im Bremerhaven. Und beliebtes Spiel ist ja immer wieder, das in Kilometern auszudrücken. Und das wären also dann, wenn wir sagen, eine Palette 80 mal 120, sagen wir, ein Meter nimmt so eine Palette ein. Das wäre dann eine Strecke von hier bis Hamburg. Würde jeweils eine Palette stehen. Das lagert im Raum Bremerhaven. Boah, und das und noch nicht mal die direkte Autobahn. Das wenn ist ich mich toll. Nicht verrechnet habe. Nö, das kann man nachvollziehen. Also solche Rechnungen sind ja immer mit einer Überraschung, weil man sich diese Dimension ja sonst gar nicht vorstellen kann. Und da hat man mal etwas Handfestes. Wir gucken jetzt mal rein in einen solchen Kühlraum. Gabi, wenn wir jetzt mal bitte die Nummer 7 kriegen, die hatten wir da schon mal.
Dann sehen wir im Hintergrund Paletten und im Vordergrund auch, ja, und den Gabelstapler. Ja, das ist ein sehr altes Foto, so wurde früher gearbeitet. Heutzutage haben die Stapler, die im Kühlraum sind, alle eine geschlossene Kabine. Der Mann sitzt also nicht mehr in der Kältekleidung da, sondern kann an sich im Straßenanzug da sitzen und seine Arbeit verrichten. Er hat einen Monitor, er hat eine Höhenanzeige. Damals war unsere Höhe 7,50 Meter Stapelhöhe. Heute liegt sie zwischen 11 und 12 Meter allgemein. Oder auch zum Beispiel bei Schottke, die haben ein automatisches Lager, noch höher. Ja, Gabi, mal das nächste, da kann man mal, glaube ich, so ein bisschen auch die Höhe erahnen, wenn man da mal sich jetzt in das Bild einschaut. Ja, also da gehört natürlich eine gewisse Fertigkeit zu, dass der Staplerfahrer, obwohl er so hoch, 7 Meter, ist eine gewaltige Höhe, fahren muss und dann schaukelt das Gestell immer ein bisschen und da oben sauber einstapeln muss. Und ich vermute, auch heute immer noch beim Orangenkonzentrat ist das nicht so ganz gelungen. Und dann kriegt so ein Stapel eine Eigendynamik und bricht zusammen bzw. stürzt in sich zusammen. Ja, vor allen Dingen, wenn wir dran denken, da bei dem Konzentrat handelte es sich ja um Fässer. Also etwas Rundes und ich falle auch öfter mal um und muss sagen, die Stabilität ist zum Glück aufgrund meiner nicht sehr großen Größe mit einem tiefen Schwerpunkt versehen, sodass es da nicht so schaukelt. Ja, damals hatte der Fahrer noch keinen Monitor an seinem Gerät, sodass er nicht sehen konnte, bin ich da oben oder nicht. Er musste also ein gutes Auge haben und wirklich gut geschult sein, um dieses Geschäft erfolgreich zu Ende zu bringen. Und diejenigen, die im Kühlraum arbeiteten, kriegten damals eine Kältezulage von 5%, was aus meiner Sicht immer zu wenig war, aber das war dann eben so tariflich festgelegt. Man muss sich das so vorstellen, wenn Sie draußen 20 Grad haben und da drin minus 25, ist das eine Differenz von 45 Grad. Also der Mann muss schon fit sein und auch diese hohen Unterschiede in Minutenschnelle verarbeiten können. Nicht? Wie lange haben die Arbeiter im Kühlraum gearbeitet? Gab es da auch eine Vorsichtsmaßnahme, dass man nicht gesagt hat, so, der ganze Turn, bist du jetzt drin? Ja, die gab es schon, aber die wurde wenig beachtet, weil der Fahrer fuhr rein und raus und hatte ja nun nicht andauernd was zu tun, es sei denn, es war ein Schiff da, dann war das ein pausenloses Rein- und Rausfahren, aber bei der LKW-Entladung, da gab es also genügend Pausen, sodass er sich wieder erholen konnte. Außerdem war das auch gar nicht gut, wenn sie so lange Pause machten. Ja, müssen, das denn nur hört man von Geschäftsführern öfter. Verdient wird ja nur, wenn die Räder rollen da an dem Stab. Klaus, du hast eben schon was von den Temperaturen gesagt. Nun hat ja so ein Kühlhaus nicht durchgängig nur eine Temperatur. Ihr habt ja ganz unterschiedliche Einlagerungen, die auch bei unterschiedlichen Temperaturen gelagert werden müssen. Oder sehe ich das hier in diesem Fall nicht richtig? Das siehst du genau richtig. Das waren 30 Räume, die wir dort im Fischereihafen hatten. Unterschiedlicher Größe, von 0 Grad Lagerung bis minus 25. Und jeder Raum konnte entsprechend den Anforderungen, die die Ware an die Kälte stellte, gefahren werden. Zum Beispiel Stichwort Eier. Eier, da gibt es also hier so eine Bibel, Pohlmann, da musste ich dann auch reingucken. Aha. Einmal in meinem Leben habe ich Millionen von Eiern eingelagert, wie viel es waren, weiß ich gar nicht. Aber Eier, das weiß ich heute noch, werden bei 0 Grad bis plus 2 Grad gelagert und können ein halbes Jahr lagern. Taschenbuch für Kältetechniker, 13. Auflage. Ich schlage einfach mal so Bibelstechen irgendeine Seite auf. Hier steht Eiserzeugung, Blockeis, Platteneis, Eis in zerkleinerter Form, Speiseeis, Eiscreme, künstliche Eisbahnen. Was? Eisbahnen zum Schlittschuhlaufen?
nehme ich mal an, das war nicht. Das nehme ich mal an, das war nicht mein Thema. Müssen wir mal unter E gucken. Das kannst du besser, du warst ja Lehrer. E kommt nach D. Ja. Das fällt mir gerade noch so mal ein. Aber das ist jetzt gar nicht so interessant. Aber hier stehen eben alle Einzelheiten im Detail drin. Wenn jemand von den Gästen da Interesse hat, kann er nach der Veranstaltung gerne mal hier drin blättern und sich die entsprechenden Informationen für Kältetechniker herausholen. Es gab ja auch Spezialeinlagerungen, ja hier von unserem Alfred-Wegener-Institut, die ja Bohrkerne ziehen aus der Antarktis und die ja auch nicht sofort alles verarbeiten können, die müssen ja auch einlagern, also habt ihr auch solche Bohrkerne eingelagert, aber da gab es auch einfach nur so bei, was weiß ich, 0 Grad, minus 10 Grad oder so? Also das Abi ist ja mit uns groß geworden, sag ich mal. Die fingen ja auch ganz klein an, hatten noch keine eigenen Kühlräume und fingen an, Bohrkerne anzulanden. Oder die Polarstern brachte die Bohrkerne mit. Und die mussten nun unter gewissen Temperaturbedingungen, nämlich von minus 2 bis plus 2 Grad, mit einer gewissen Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Und das AWI hat dann einen Raum gemietet von uns und dort wurde jeder einzelne Bohrkern, man muss sich das vorstellen, wie so ein Bücherregal, wurde dort gelagert, beschriftet und praktisch ja, eine spezielle Logistik, sodass sie jederzeit auf den Bohrkern zulangen konnten. Und dann kamen die Wissenschaftler und haben dann ein bisschen rumgebohrt und so einen Pott voll mitgenommen und der Bohrkern kam wieder rein. Das war also etwas, das haben wir, ich sag mal, ja, bis zu meinem Ausscheiden wurde das ja, und die haben nun AWI zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr so, ne? Doch noch? Immer noch, ja. Denn immer noch. Die bohren ja recht viel da und so viel Kühlraum haben die selber ja. Nicht so, dass sie auslagern. Im Übrigen ist es so, dass das Geschäft des Kühlhauses aus Verschwiegenheit besteht, wie das Bankgeschäft vergleichbar mit dem Bankgeschäft. Aber mit AWI habe ich vorher geredet und die haben nichts dagegen, wenn ich hier darüber spreche. Aber sonst darf ein Kühlhaus nie indiskret sein und meinetwegen sagen, Schottke hat da 100 Tonnen Blumenkohl liegen, dann sind die Spekulanten sofort in Gange und versuchen die Preise zu drücken oder die Preise anzuheben oder. Also ganz diskret und da wurden auch alle Mitarbeiter darauf vergattert, dass sie über das, was im Kühlhaus liegt, nicht zu reden haben. Ja, so aktuell jeweils völlig verständlich und auch korrekt so, denn eure Kunden mussten sich auf euch verlassen können, dass das wirklich dort funktionierte. Ich nenne mal noch ein anderes Stichwort, Butter. Wir hatten vorhin schon mal so Butterberg gehört, dass also tüchtige Reserven eingelagert wurden. Die sind ja nun auch dann nicht für alle Ewigkeiten haltbar. Da muss doch mal getestet oder geprüft werden. Das ist sicher richtig, dass sie nicht auf alle Ewigkeiten haltbar sind. Und unter Butter versteht der Verbraucher ja das Halbpfundpaket oder weiß nicht, ob es noch was anderes geht, aber wir haben jedenfalls zu Hause Halbpfundpakete. Aber das, was die Meiereien eingelagert haben, waren dann 25 Kilo Blöcke im Pappkarton und die Ware war nicht gefroren, sondern frisch. Und die wurden dann diese Ware wurde in großen Mengen gelagert und das Interessante daran war, dass jede Partie von Butterprüfern geprüft werden musste. Sie kamen also ins Kühlhaus und dann wurden Proben gezogen und dann kamen einmal in der Woche die Butterprüfer, das waren meist 4, 5 Leute, einer von der BELE dabei, Bundes,
Bundesbehörde Landwirtschaft und Ernährung, ja. Und dann wurde Butterprüfung gemacht. Das war an sich immer ein gesellschaftliches Ereignis. Also die mussten richtig probieren? Ja, die mussten probieren und mussten ja auch zwischendurch neutralisieren. Ja, das ist ja sehr fettig mit der Butter, nicht? Ja. Was kann man dagegen tun? Ja, fällt dann wieder unter Betriebsgeheimnis, da wird nicht drüber geredet. Also was Klares würde gehen, aber wenn es ein bisschen gelblich ist und kümmelig schmeckt, kann ich mir vorstellen, hilft das am besten. Jedenfalls war das ein großes Geschäft und die Butter lagerte auch, ich sag mal, maximal ein Jahr und dann wurde sie verladen und die Insider wissen, dass wir hier mehrere Kühlschiffe hatten an der Kaje, die dann 3000 Tonnen Butter nach St. Petersburg brachten. Und in St. Petersburg wurde die Ware in Waggons geladen. Die Waggons kamen vorher aus Moskau, hatten Kohle geladen. Kohle wurde in St. Petersburg ausgeladen, die Butter da rein, natürlich ohne Kühlung, ohne alles. Aber in jedem 10. Waggon hing dann so ein Wachwaggon dahinter mit bewaffneten Soldaten, die dann den Transport nach Moskau begleiteten. Und die nachher und das auch war mit dem Fleisch genauso. Also Fleisch, Rinderviertel wurden genauso und Schweinehälften genauso behandelt. Auch rein in den Kohlewaggon? Wahrscheinlich. Ja, wenn nichts anderes da war, nahm man die eben. Ne? Transportraum muss genutzt werden. Nicht leer zurück, das wäre doof. Du hast eben etwas von Auslagerung gesagt. Ne, aber erstmal, bevor man etwas einlagern kann, muss es natürlich auch an Land geholt werden, gelöscht werden, wie das ja so schön heißt. Das soll jetzt mal ein Stichwort für dich sein. Als hier im Fischereihafen die FBG oder damals hieß sie schon FBEG ja zwischendurch, als Armin Winninger Geschäftsführer parallel Geschäftsführer wurde für die E, also Entwicklungsbereich, da hatte die FBG ja ein sogenanntes Monopol. Die nur alleine durften löschen. Und laden. Und laden. Das sogenannte Lösch- und Lademonopol. Dadurch waren wir in unserer Wettbewerbsfähigkeit stark eingeschränkt, weil andere Häfen, zum Beispiel Hamburg, da gibt es ein Akkord oder Pensum, nennt sich das. Das durften wir hier alles nicht. Das macht die BLG heute noch nicht. Und wir lagen also mit unseren Umschlagsentgelten immer deutlich über den anderen Häfen, vergleichsweise Lübeck, der große Konkurrent Holland. Und dann war die FBG aber auch nicht bereit, sich zu bewegen. Und dann habe ich mit Dr. Nussbaum und einem bekannten Bremerhavener Anwalt zusammen dieses Lösch- und Lademonopol geknackt. Und Herr Meiners sagte dann zu mir, Herr Becker, das schaffen Sie sowieso nicht. Wir haben es geschafft. Man kann diese Aktion heute in der Uni Saarbrücken, ist eine Broschüre von Dr. Nussbaum. Dort wird also das Verfahren oder dieser Niedergang des Lösch- und Lademonopols, was eindeutig gegen das EU-Recht verstoßen hat, nachlesen. Ne? Ja. Reinhard Meiners, der damals auch Geschäftsführer der FBG war, das nur kurz zur Erläuterung. Vielleicht nochmal an einem ganz typischen Beispiel. Es gab eben bestimmte Tage, an denen nicht gearbeitet werden durfte. Und wenn dann nun Ware kam und aber gelöscht werden musste, das war ein Problem. Ja gut, der Auslöser für diese unangenehme Aktion war an sich, dass die Anmeldung eines Krabbentrawlers aus Norwegen, der am Heiligen Abend gelöscht werden wollte und FBG erklärte, nein, hoher Feiertag, machen wir nicht. Bestenfalls am zweiten Weihnachtstag. Und dieser Norweger, der drängelte dann und sagte, ich will nach Bremerhaven und ich habe die Ware da verkauft und mach das doch und. Und damals arbeiteten wir und auch heute wird noch im Kultstore draußen
mit der Meier Gang zusammengearbeitet und dann habe ich Meier rangeholt und dann haben wir am Heiligabend das Schiff gelöscht. Das kriegte natürlich die FPG Spitz und haben eine einstweilige Verfügung erwirkt und das war dann der Auslöser für die Aktion Lösch- und Lademonopol aufzuheben. Ja, ich muss nochmal, falls dann irgendwelche Quittjes unsere Veranstaltung im Fernsehen sehen, also Löschen hat in diesem Fall nichts mit Feuer zu tun, das hatten wir vorhin nur einmal kurz, sondern das heißt, ein Schiff wird entladen, die Ladung wird an Land gebracht, wird gelöscht und dann hast du mit einer Gang zusammengearbeitet? Ja, also... Ach nee, mit dem Gang. Man nennt das Gang oder Gang. Ja, ja. Meier war ja einer, der uns immer wieder unterstützte. Wenn wir Spitzen hatten, dann kam er mit seinen Leuten oder dann haben wir ihn rangeholt und er hat mit seinen Leuten dann mit unseren Leuten zusammengearbeitet. Wir hatten dann eine sogenannte Arbeitnehmerüberlassung, nicht, Lüder? Hast du heute noch, glaube ich, ne? Ewald, ja. Ja. Ewald Meier. Aha, also Leute, die dann im richtigen Moment zupacken müssen und auch eben ihre Leute haben, die das dann tun. Ilienwort ist, glaube ich, das Stichwort in diesem Zusammenhang. Prima. Wir haben noch ein kleines Kapitel, was wir vielleicht gleich besprechen sollten. Und danach spielen wir mal noch ein ganz kleines Stückchen Musik ein und dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Also, wir haben vorhin gehört, Korkisolierung. Wie kühlt man denn heute? Also die Isolierung ist ja dazu da, die Kälte möglichst lange in einem geschlossenen Raum zu halten. Und heutzutage isoliert man mit Styropor. Es gibt also beschichtete Aluplatten mit Styropor beschichtet. Und in aller Regel nimmt man für ein Kühlhaus, ich glaube, das waren 15 Zentimeter, Lüder, 15 Zentimeter Dicke und versucht, das Kühlhaus möglichst dampfdicht zu bekommen. Dann wird der Kühlraum durch einen Luftkühler gekühlt. Die Tür wird in aller Regel, das sind heute elektrische Türen, also die Türöffnung, dann wird die Kälte herausfallen. Da hat man einen Luftschleier, sodass die Kälte, die im Raum ist, nicht raus kann, sondern gegen den Luftschleier prallt. Die Kälte wird erzeugt durch Kompressoren und die Kompressoren bringen also die Kälte über Ammoniak, das heißt NH3, chemische Formel dafür, bringen die Kälte zum Luftkühler und da ist auch die Luft an und die ist dann kalt, um es ganz einfach auszudrücken. Ja, ja. Aber durch die Leitung fließt also Ammoniak? Da fließt Ammoniak und Ammoniak ist ja giftig, hochgiftig. Aber dieses System ist ein in sich geschlossenes System und es gibt keine durchgehenden Leitungen, sondern die Leitung hat mehrere Absperrventile, sodass, wenn eine Leckage ist, dass man dann absperren kann. Und die Leckage merkt man dadurch, einmal Ammoniak stinkt, gewaltig, ja. Jeder läuft weg, wenn er Ammoniak riecht. Weißt irgendwie, ne? Und dann ist das Kühlhaus mit Detektoren versehen, sodass also dann in der Schaltwarte gleich ein Alarm aufläuft, falls irgendwo im Kühlhaus ein Ammoniakausbruch passiert. Stand ja auch schon mal in der Zeitung, da der, wie heißt der Sponsor von Werder Bremen, Wiesenhof, die haben ja mal einen Ammoniakausbruch gehabt und kriegten den nicht unter Kontrolle. Das ist nicht ungefährlich. Wir haben rund 20 Tonnen, waren es glaube ich, Ammoniak gehabt zum Kühlen. Damit hätten wir ganz Wulstorf flachlegen können. Ne? Ja, die Menschen. Ja, das ist schon wirklich eine heikle Sache. Und das ist klar, dass da eine vernünftige, gute Kontrolle sein muss durch Detektoren. Und dann, dass man dann auch richtig reagieren kann. Dazu müssen natürlich die Leute ausgebildet sein. Dazu muss zusammengearbeitet werden mit der Berufsfeuerwehr, die natürlich wissen muss,
was in solchen Kühlhäusern passieren könnte, damit man darauf vorbereitet ist. Aber selber gehört also heute für die verantwortlichen Leute vor Ort, dass sie also auch bei der Feuerwehr geschult werden. Gut, das passiert dann, ich glaube, alle 2 Jahre müssen die also einen TÜV durchlaufen bei der Feuerwehr mit einem Pressluftatmer durch so einen Tunnel und. Da muss also auch das Maschinenpersonal muss gut geschult sein und muss auch fit sein. Ja, das glaube ich, haben wir jetzt so mal die wichtigsten Punkte mal benannt. Eine Sache fand ich noch ganz interessant, wie du es geschafft hast, einen Kunden von einer grünen Insel, der eingelagert hatte, aber seine Mietkosten nicht zahlen wollte, denn das gehört ja dazu, das ist ja nicht kostenfrei, sondern die müssen ja für die entsprechenden Kubikmeter oder wieder nach welchem Schlüssel das berechnet wird, müssen die natürlich ihre Miete bezahlen, solange das eingelagert ist. Du erinnerst dich? Ja, das habe ich dann so mal als kleines Erlebnis erzählt. Der Kühlhausbetreiber hat ja ein sogenanntes Vermieterpfandrecht. Genau wie jeder Vermieter einer Wohnung hat ein Pfandrecht. Wenn der Mieter nicht zahlt, kann er sein Pfandrecht ausüben. Und so ist es im Kühlhaus auch. Wir haben nie Ausfälle gehabt, kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern, aber es waren immer einige dabei, die die Hand nicht in die Tasche kriegten, wenn es ans Bezahlen ging. So hatten wir einen irischen Kunden, der lagerte, sag mal, eine LKW-Ladung Makrelen bei uns ein und lagerte die auch gleich wieder aus. So schnell konnten wir gar nicht reagieren. Und dann vergaß er zu bezahlen. Ich habe den gemahnt. Wir hatten das schon eigentlich abgeschrieben. Ich glaube, in der Bilanz war der schon weg. Und dann lieg ich irgendwann im Bett. Da klingelt das Telefon. Und da ja so ein armer Geschäftsführer immer im Dienst ist, ist er auch nachts am Telefon. Wer war da dran? Der Ire. Und ja, sagt er, er hätte da einen LKW, der müsste unbedingt entladen werden, ob wir das wohl könnten. Und er müsste morgen, was weiß ich, in Barcelona oder irgendwo sein. Und ich sage, was hat er denn? Ja, 20 Tonnen Makrelen. Ja, sage ich, das ist ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir hin. Schick den Mann zum Kühlhaus. Da habe ich 3 Leute zusammengetrommelt und dann haben wir den LKW entladen. Und er war auch weg. Und 2 Tage später wollte er die Ware auslagern. Und da habe ich dann gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Vermieter Pfandrecht, erstmal bezahlst du für die alte Chose und jetzt für die neue und das mit den entsprechenden Sonntags- und Nachtzuschlägen. Sein Gesicht habe ich nicht gesehen, aber das Geld war einen Tag später oder 2, heute geht das ja bei SEPA alles schneller, auf dem Konto. Also sowas passierte dann auch mal. Ne? Gut, dem Ding. Wir kommen so langsam zum Schluss der heutigen Zeitzeugenveranstaltung. Als ich Klaus im Gespräch oder schon vorher am Telefon mal fragte, du, ich spiele mal ganz gerne ein bisschen Musik ein, hast du irgendeine Vorliebe, irgendeinen bestimmten Titel? Ich darf mal so salopp sagen, ach, geh mir los mit Musik. Also eigentlich kenne ich nur... Hab ich gesagt. Hast du gesagt. Nö, bei mir ist das ein bisschen andersrum. Dafür verstehe ich von Kühlung relativ wenig. Ne, also, ne, sagt Klaus, da hab ich nicht so viel mit am Hut. Und wenn, dann gibt es nur ein Lied und da kenne ich auch nur die erste Strophe. Wir hören uns das Lied mal an. Thorsten, die Nummer 1, bitte.
bisschen der Kreis heute. Klaus Becker, der oder den ich eben von der Astarte her kannte, dort ist er ja, der Nautiker, Schipper, richtig, so nennt sich das beim historischen Schiff. Und wenn noch jemand zufälligerweise irgendwo einen Nautiker in der Tasche hat, der soll sich mal bei der Astarte melden, damit man auch ein bisschen weiter gut planen kann. Herzlichen Dank für all diese Informationen, diese Geschichten, auch von den Kolleginnen und Kollegen, den ehemaligen. Und ganz, ganz herzlichen Dank an den ehemaligen Geschäftsführer von der BLG Cold Store, also Kühlhaus heißt das ja auf Deutsch, muss man auch nur nochmal erwähnen. Aber wenn man international tätig ist, dann ist Englisch einfach die Weltsprache. Lieber Klaus, herzlichen Dank und der Beifall gehört dir jetzt. Dankeschön. Danke für die Einladung.